Wie lange kann der Stamm ohne weitere Nahrung auskommen? Die Landgötter schaden den Feldern jeden Tag mehr. Ein Monat? Vielleicht zwei? Das Verrückte ist, dass viele sich damit abgefunden haben. Wie Fane, der uns einfach auf den Tod warten ließe. Er sagte, der Tod ist nur ein Teil des ganzen Kreislaufs. Du würdest lieber etwas tun? Ja, wie Jäger im Altholz jagen zu schicken. Fane hat auch das abgelehnt. Er wird das Schicksal der Jäger sicher dazu nutzen, Leute auf seine Seite zu ziehen. Wenn wir ihn lassen. Erzähl mir alles, was du über die Maschine weißt, die Jäger angriff. Sie wurden am Rand des Altholzes angefallen und einer, Ven, überlebte und schaffte es zurück nach Rheinklang. Wenn du ihn befragen willst, unsere Heiler pflegen ihn gesund. Die anderen vier Jäger hatten nicht so viel Glück. Es muss eine mächtige Bestie sein. Kannst du sie vernichten? Ich habe viele starke Gegner besiegt. Gut. Das Jagen im Altholz muss sicher werden. Eine Sache noch. Jeder Utaro trägt eine kleine Samentasche. Von der Geburt an bis zum Tod. So gedenken wir unseren Angehörigen und ehren ihr Vermächtnis. Es würde den Familien der Jäger viel bedeuten, wenn du sie zurückholst. Ich tue, was ich kann. Ich vertraue dir. Sei vorsichtig im Wald. Bevor ich ins Altholz gehe, sollte ich... zum Überlebenden. Vielleicht weiß er was über den Krallenschreiter. So wenige sind von der Absperrung zurückgekehrt. Da ist der Überlebende der Jagdgesellschaft. Ven? Ich bin wegen der Maschine hier, im Altholz. Du bist hinter dem Monster her? Ich versuche es. Kann ich dir ein paar Fragen zu ihm stellen? Ich sag dir, was ich weiß. Was ist passiert? Erzähl mir alles. Wir waren zu fünft. Auf der Jagd nach Wildschweinen für den Stamm. Genau wie schon einige Dutzend Male zuvor. Maschinen kamen uns in die Quere, wie immer, wenn wir im Altholz sind. Und wie immer haben wir sie beseitigt. Doch diesmal, als wir fertig waren, hörten wir ein Brüllen. Hey, ruhig. Von den Bäumen kam ein Blitz aus Klauen und Schweif. Er schlug direkt durch Cole und Ree und Zan und griff mich an, traf meine Schulter. Da war Blut. Dann traf sie ein Pfeil in den Hals. Mein Freund Lau hat sie abgelenkt. Er rief und schrie, dann griff sie ihn an. Er verschwand in den Bäumen und sie verfolgte ihn. Zuletzt hörte ich ihn schreien, dass ich rennen soll. Also tat ich das. Ich war schon fast in Rheinklang, als ich merkte, was ich getan habe. Ich ließ Lau sterben. Kannst du mir irgendetwas über die Maschine sagen, das mir helfen kann? Sie sah wie ein Krallenschreiter aus, aber sie war stärker. Viel stärker. Sonst noch was? Der Panzer war dunkler und leuchtete seltsam lila. Danke. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich muss jetzt weiter. Dagegen willst du nicht kämpfen? Glaub mir. Ich weiß, was ich tue. Wenn das stimmt, dann reiß sie bitte in Stücke. Lau ist tot. Mein bester Freund. Möge der Boden unter deinen Schritten erblühen. Das ist ein tolles Ding. Die Arbeit muss getan werden. Hey! Wir sehen uns später. Ja, komm
Shale sagte, dass die Jäger hier angegriffen wurden. Die Ordnung hat den Sachen zur Richtung ist ein Punkt auf. Das muss einer der Jäger sein. Ich muss die Maschinen erledigen, bevor ich die Samentasche holen kann. Die Tasche. Aber wo sind die anderen Jäger? Und der Krallenschreiter, der sie angegriffen hat. Ich sollte mit dem Fokus nach Spuren suchen. Da. Krallenschreiterspuren. Sie sind wohl den anderen Jägern tief in den Wald gefolgt. Okay, hab die Samentasche. Ich folge besser weiter den Krallenschreiterspuren. Schreiter hat ihn erledigt. Zumindest habe ich jetzt seine Samentasche. Ich muss diese Maschine aufhalten. Ich sollte nach Spuren scannen. Gut, drei Jäger. Sollte noch einer da sein. Der Krallenschreiter den Felsen hoch. Eine Verfolgungsjagd mit Lau. Der Fels ist mit Furchen übersät. Die Maschine hat sich wohl festgekrallt. Mehr Überreste. Hier ist wohl eine Kralle stecken geblieben. Hat sie aufgehalten. Und der Jäger rannte weiter. Das ist eine gute Farbe. Hier enden die Krallenschreiterspuren. Vom letzten Jäger ebenfalls nicht zu sehen. Ich weiß, warum diese Maschinen vor dem Spalt in der Klippe stehen. Ich sollte sie zuerst erledigen.
Maschinen interessierten sich für den Riss im Felsen. Sollte ich mir ansehen. Dies scheint Balao recht einfallsreich. Für den nächsten Kampf. Sie sind weg? Eine Rettung war nicht zu erwarten. Danke, Fremde. Ich suche den Krallenschreiter. Wo ist er hin? Du jagst ihn? Hab schon Größere bekämpft. Wer bist du? Bleib hier. Ich werde versuchen, seine Spur zu finden. Ich sag Bescheid, wenn... Lass mich das übernehmen. Ich kann ihn für dich aufhalten. Bleib zurück und warte, bis ich schieße. Pass auf die Krallen. Stecken spucken also auch Jägerkiller aus. Los! Ich geb die Deckung! Das war's. Ja. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Du bist Lao, oder? Ben denkt, er hat dich sterben lassen. Er hat's geschafft. Ich war besorgt um ihn. Du hast ihn gerettet, indem du den Krallenschreiter weggelockt hast. Und er mich, indem er dich geschickt hat. Also sind wir quitt. Ich freue mich auf sein Gesicht, wenn er erfährt, dass ich noch lebe. Geh ruhig zurück. Und danke für die Hilfe. Das Verlangsamen hat geholfen. Hier bitte, nimm das. Ich kann für mich noch eine herstellen. Aber hoffentlich nicht nach dem hier. Vorerst nicht. Noch ein Jäger kann nach Hause. Jetzt muss ich nur noch Shael die Samentaschen zurückbringen. Mit Stil! Machst du?
Geschäfte? Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Da ist Jael. Ich sollte ihr die Samentaschen geben, die ich aus dem Altholz gerettet habe. Aloy, Lao ist dank dir wieder zurück bei uns. Ist es sicher, wieder Jäger loszuschicken? Es wird da draußen nie ganz sicher sein, aber der Kallenschreiter ist tot. Hier, die Samentaschen. Ich sorge dafür, dass ihre Familien sie zur Pflanzung bekommen und zur Erinnerung. Lao und Wen würden dir bestimmt gern selbst danken. Du findest sie im Hain. Es war mir eine Ehre, Aloy. Möge das Land gut zu dir sein. Möge der Wind dich tragen, Fremde. Offenbar haben Calais und die Suchmannschaft hier ein paar Maschinen zerstört. Da ist die zerstörte Brücke. Ich muss mich um die Maschinen kümmern, dann kann ich mich umsehen. In meinem Vorrat, wenn ich es brauche.
Viele Fußspuren. Wahrscheinlich vom Suchtrupp. Laut Bree lag hier das Instrument seiner Frau. Die Suchmannschaft folgerte, dass Calais Leiche wohl vom Fluss weggeschwemmt wurde. Aber dann wäre sie doch in dem Baum hängen geblieben. Sie ist wohl gar nicht gestürzt. Ich sollte mir den Sporn ansehen. Hat der Suchtrupp was übersehen? Anscheinend nahm der Suchtrupp den Weg unter dem Steinboden durch. Ist wohl der Weg hoch zum Sporn. Das nehme ich gern mit. Es muss einen anderen Weg geben. Calais und der Suchtrupp erklommen wohl stattdessen die Klippe. Ist schon länger abgebrochen. Ich verstärke das Gefühl, dass das kein einfacher Weg werden wird. Das wäre eine interessante Farbe für meine Rüstung. Pfad der Utaru. Offenbar ist hier der Startpunkt des Entdeckungsritus. Geröll auf dem Pfad. Sieht nach Stücken einer Brücke aus. Ist offenbar schon vor langer Zeit heruntergefallen. Vielleicht ein Sturm. Wenn Calais es da hochgeschafft hat, war sie eine gute Kletterin. Sie kann nicht gefallen sein. Das muss der Sporn sein. Offenbar hat Calais etwas bei diesem Steintisch da getan. Sollte ich mir mal ansehen. Blumen zu Farbe zermalen. Das hat Calais wohl als Teil ihres Rituals getan. Ich sollte mich umsehen. Mit dem Fokus finde ich heraus, was mit ihr passiert ist. Da ist Reinklang. Genau so saß der erste Utaru. Bald komme ich dahinter, was mit Calais passiert ist. Und die Antwort findet sich auf dem Sporn. Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Ich muss mich hier oben noch umsehen. Was ist hier mit Calais passiert?
An diesen Blütenblättern befindet sich etwas. Ist das die Farbe, die Calais trug? Hat wohl eine Spur hinterlassen. Zu schwach für die Suchmannschaft, aber mein Fokus kann etwas damit anfangen. Da ist die Farbspur. Sie führt wohl weg vom Rand der Klippe. Die Farbspur endet in einem Haufen abgebrochener Äste. Sollte ich mir genauer ansehen. Vor kurzem Äste abgebrochen. Bei einem Handgemenge? Und hier. Schleifspuren. Sie führen wohl durch das Dickicht hier. Ich kann ihnen mit dem Fokus folgen. Muss Calais sein, aber wer ist die andere Frau?